Mario Kart 8! Willkommen zurück, Leute, zu der neuen Folge Mario Kart am Mario Monday. Ja, in der letzten Folge haben wir leider keinen Stern ergattern können, aber zumindest den goldenen Pokal, haben auch kein neues Fahrzeugteil bekommen. Das heißt, wir müssen mal schauen, mit was wir uns in dieser Folge hier begnügen werden. Vielleicht hier mit dem wilden Wiggler. Den haben wir anscheinend auch noch nicht ausprobiert. Was passen? Vielleicht hier die gelben Reifen und... Welchen Schirm nehmen wir? Ist halt relativ schlecht im Tempo. Vielleicht können wir hier ein bisschen ausgleichen mit dem Segelflieger. Das ist der einzige, glaube ich, der ein bisschen mehr... Wobei, der Varieschirm hat auch die Beschleunigung. Hier geht's... Oder der Standardschirm. Das Gewicht geht runter und die Haftung hoch. Nehmen wir den Standardschirm. So, es geht weiter im Blood Cup. Wario Arena, Sorbeland, Instrumental Piste und Yoshi-Tal. Los geht's. Mal schauen, ob uns Bowser diesmal auch wieder auf den Keks gehen möchte. Okay, erstes Rennen. Und Bowser startet, wie soll es auch anders sein, direkt auf Platz 1. Oh, der hat einen roten Panzer hinter uns. Und Bowser hatte auch gerade einen roten Panzer vor uns. Gar nicht so schlecht eben. Oh, es geht unter Wasser weiter. Oh, hat es getroffen. Zweiter? Wieso zweiter? Lass Bowser. Und wir haben uns selber abgeschossen. Und noch eine Bananenschale. Wie unglücklich. Okay, dann müssen wir uns jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich möchte die Bombe eigentlich nicht unbedingt nach vorne vor mich werfen. Sehr gut. Ich wollte sie eigentlich treffen. Jetzt haben wir uns schon wieder selber so eine Falle gebaut. Ah, sie hat eine Bananenschale auch noch als Verteidigung. Und wir sind in eine reingefahren. Oh nein, das ist das Ziel. Oder? Nein, nur Zweiter geworden. Ah, Peach ist vor uns und Bowser hinter uns. Unsere Geliebte vor uns, unser Erzfeind hinter uns. Wie soll es auch anders sein? Wir können ja sagen, wir haben ihr mal den Vortritt gelassen, aber im nächsten Rennen jetzt geht es schon wieder andersrum. Da lassen wir Peach auf keinen Fall vor, hoffe ich. Okay.
Sobeland. Oh, hier können wir rutschen. Und ich weiß nicht, ob wir das passende Fahrzeug haben mit genug Grip. Und wir sind Erster. Ich wollte gerade sagen, warum sind wir Zweiter? Ich behalte mal die eine Banane. Okay, wir haben einen grünen Panzer. Und wir haben jemanden getroffen. Oh nein, blauer Panzer. Wir schießen noch schnell ab. Sehr gut, der Blitz kam richtig gut. Dadurch sind die anderen auch langsam geworden. Hatten wir gerade Glück gehabt, glaube ich. Werdet ihr wohl... Ich habe gedacht, die fahren genau in uns rein, die zwei Kollegen. Eine Bananenschale, aber da vorne gibt es wahrscheinlich was Besseres. Hoffe ich mal. Schon wieder ein Blitz. Oh, wir haben einen relativ guten Vorsprung. Allerdings haben wir hier nichts bekommen. Durch sie durchzufahren. Okay, irgendwas zur Verteidigung. Oh, eine Bananenschale ist besser als nichts. Behalte die Bananenschale einfach mal. Okay. Sehr nice. Bowser und Peach wieder hinter uns. Bowser zweiter, Peach dritter. Okay. So. 2 Punkte vor Peach. Sehr gut. Es bleibt also spannend hier. Wir müssen auf jeden Fall nochmal vor Peach kommen, damit wir wieder einen kleinen Puffer haben. Von Punkten her. Aber vielleicht schaffen wir das ja jetzt hier auf der Instrumentalpiste. Ich kann mich gar nicht an diese Piste erinnern irgendwie. Aber gut, es ist ja schon eine ganze Weile her, wo wir hier gefahren haben. Oh. Oh. Okay, die obere Reihe war vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Bowser im Windschatten überholt. Sehr gut. Erste Runde Erster, aber das will nichts heißen hier. Und ich habe schon wieder die Pflanze nicht gesehen.
Geh uns weg, er hat einen grünen Panzer, ich hab's genau gesehen. Oh nein, roter Panzer. Und blauer Panzer. Da haben uns die Noten aber richtig in den Arsch gerettet eben. Okay. Und ein Blitz, aber dafür ein Boost. Und diesmal schön an den Blumen hier vorbeifahren. Hier holen schon mal ein bisschen Boost. Oh, ich wäre fast über die Map gejumpt. Das war knapp. Okay, ja, sehr gut. Wir haben die zwei Items mitgenommen. Wo kommt denn Boss auf einmal her? Und er hat einen roten Panzer. Wir haben Bowser vor dem Ziel mit dem grünen Panzer getroffen. Wow! Das geschieht ihm recht. Wie glücklich war das denn? Da haben wir es Bowser auf jeden Fall mal richtig heimgezahlt gerade. Okay, das freut mich gerade richtig. Wir haben ein bisschen Vorsprung aufgebaut dadurch. Und das heißt, wir können jetzt, glaube ich, sogar Zweiter werden. Aber wir streben natürlich immer den ersten Platz an. Ach hey, Yoshis Tal, ich kann mich erinnern. Hier gab es, glaube ich, so viele verschiedene Wege. Okay, ich hoffe, wir finden den richtigen. Ja, ich sehe schon, die Strecke ist mega verzweigt. Vielleicht sollten wir noch irgendjemand anders vorfahren lassen. Peach, wo lang? Okay. Und jetzt? Geradeaus? Ich glaube nicht, dass das die beste Route gewesen ist. Wir sind schnell gewesen und waren direkt Fünfter. Oder? Aber Peach ist immer noch vorne. Die hat irgendwas anders gemacht als wir. Noch Ebba treffen vielleicht? Okay, erste Runde erster. Dicht gefolgt von Peach. Ob Bowser hat gerade Peach überholt. Ich fahr mal rechts lang. Das sieht nach Abkürzung aus. Okay, ich glaube, das war die... Wir brauchen was. Ich habe überreagiert. Verdammt. Aber wir haben Glück gehabt. Oh, kriegen wir den Pilz? Kriegen wir nicht. Schade. Und das Ei hat uns noch nicht erwischt, aber ich habe gedacht, vielleicht kann das Ei uns retten. Okay, er hat eine Bombe. Okay, er wirft auch die Bombe zurück. Okay. Ich glaube echt, das ist die schnellste schnellste Strecke hier. Über diese Brücke. Okay, Verteidigungspanzer. Ich hoffe einfach mal auf was Besseres. Ach, eine Banane. Ein Blitz. Okay, kommt uns vielleicht zugute hier in der Kurve. Das sieht gut aus. Sehr nice.
Damit haben wir richtig viel Abstand. Sehr schön. Aber wir waren leider auch nicht immer Erster. Schade eigentlich, es lief echt gut gerade. Und das mit Bowser freut mich immer noch, dass wir den so kurz vom Ziel mit dem grünen Panzer erwischt haben. Da ist er in die Bananenschale rein. Haha. Unsere Highlights. In der ersten Strecke sind wir leider nur Zweiter geworden. Das hat es uns so ein bisschen versaut. Ah, wir hätten neu starten sollen. Leicht ärgerlich. Aber okay. Da ist er, der goldene Pokal. Und 2 Sterne bekommen wir. Und wir haben ein neues Fahrzeugteil. Sehr schön. 1050 Münzen. Damit können wir in der nächsten Folge mit einem neuen Fahrzeugteil wieder starten. Sehr gut, das freut mich. Okay, so. Da ist er, unser Pokal. 3 Strecken fehlen hier noch. Okay, dann geht's da irgendwo beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Montag.